Ja, die Frauenquote, die fühlt sich schon sehr aufgezwungen an. Würde ich auch nicht als das allerbeste Konzept benennen. Aber vielleicht ist es zum Schluss die effizienteste Methode, um einen gesellschaftlichen Wandel auch herbeizuführen. Mein Name ist Laura Nosch, ich bin 38 Jahre alt und bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer IKTS. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gruppe Systemkonzepte befasse ich mich mit Themen rund um die Energiewandlung. Wir befassen uns mit Hochtemperatur-Brennstoffzellensystemen zur effizienten Strom- und Wärmeversorgung sowie mit Hochtemperaturbatterien, die ja auf Basis von alternativen Materialien und besser verfügbaren Materialien eine effiziente Speicherung von regenerativem Strom ermöglichen. Ja, also ich habe Maschinenbau studiert, dann später in der Vertiefung Energietechnik mit dem Fokus auf Wärmelehre und Strömungsmaschinen. Und ja, in so Maschinenbaustudien, ja, die Frauenquote ist da zwischen 5 und 10%, würde ich behaupten. Später in der Energietechnik oder auch im jetzigen Arbeitsumfeld sieht es ein bisschen besser aus. Aber ja, das ist schon das, was man erwarten kann. Probleme hatte ich auf meinem Karriereweg gar nicht speziell, würde ich behaupten. Natürlich ist das Maschinenbaustudium in so einer sehr unausgewogenen Gruppe schon streckenweise mal anstrengend, aber im Grunde gar kein Problem. Problematisch ist für mich tatsächlich eher die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich finde, das muss auch gar kein Frauenproblem sein, wenn wir da eine gute Verteilung, eine gute Unterstützung organisiert bekommen könnten. Dann könnte sich dieses Problem viel besser verteilen. Ja, wenn ich nochmal in der Zeit zurückgehen könnte, ich würde, glaube ich, alles wieder so machen. Ich habe vielleicht nicht alle Unterstützungsangebote genutzt, die ich hätte nutzen können. Also so Coaching-Programme für Frauen in MINT-Fächern, die gab es tatsächlich zu meiner Studienzeit en gros. Aber das habe ich in dem Moment gar nicht so gesehen und auch nicht gebraucht. Ja, also diese Unterstützungsangebote zu nutzen, auch für sich einzusetzen, das ist, glaube ich, das, was ich für mich erkannt habe, was ich auch nur empfehlen kann. Vor allem, wenn man dann eben die kleinen Kinder hat und die Betreuung organisieren muss und nebenbei an der Doktorarbeit arbeiten möchte und so weiter. Was ich toll finde, und das passiert auch im Kleinen, ist ja immer wieder aufzustehen, wenn man auch mal hingefallen ist, weiterzumachen, sein Ziel fest im Auge zu haben. Nicht um jeden Preis, aber wenn es einem möglich ist, doch da dran zu bleiben mit Ausdauer, mit ein bisschen Biss, aber ohne Verbissenheit.